Hallo Afobs, ich bin's Ross und hier ist unser guter alter Kumpel und Maskottchen Gary Geier. Denn sobald Gary auftaucht, wisst ihr, es ist Zeit fürs Monthly Mock Madness. Und diesmal wird's richtig crazy, denn ich habe andere Teile und andere Leute, die bauen werden. Wollen wir sie mal begrüßen? Kommt ran, kommt ran! Du bist der? Ich bin der Micha. Außen? Ja, hier, von der Hinne. Ja, aus der Logistik, richtig. Das wissen wir doch. Ja, aber weißt du, was die Leute nicht wissen? Wer das ist? Ja, ich bin der Dominik und ich bin aus der Produktentwicklung. Ganz neu hier. Und dich kennt man. Ich bin der Marco und ich bin aus dem Einkauf. Richtig. Und ihr drei seid hier zum Monthly Mock Madness. Gerade eben im Englischen hattet ihr Tiere gebaut. Wir können doch jetzt nicht dasselbe Ding machen. Diesmal machen wir was komplett anderes. Schon Ideen, was es sein könnte? Ich will einfach ganz viele große graue Teile aufeinander bauen, weil ich gehört habe, die darf ich hinterher behalten. Alles klar. Auch eine Art und Weise, das zu machen. Aber wenn ich euch jetzt sage, was wäre euer Hassthema? Nochmal Tiere? Oh, Tiere ja. War schon schlimm. Also, Tiere war schlimm, ja. Ansonsten, für mich kann jetzt kommen, was will, es wird trotzdem schlimm. Alles klar. Dann sage ich euch jetzt eins. Alles. Nein. Doch. Seid ihr bereit? Alles. Was mit Raumschiffe zu tun hat. Ein Space Shuttle, ein Raumschiff, irgendwas Sci-Fi-Technisches. Oder ein Space Shuttle aus dem echten Leben. Alles, was ins Raum gehen könnte. Seid ihr bereit? Sowas von, ich meine, die Zuschauer da draußen wissen genau, mit Raumschiffe und Weltraum bin ich der Experte. Null. Null. Das sind okay. Die perfekten Teile dafür hier. Oh. Dominik? Also, ja, mach mal. Es kann Dominik's, nur, ja. Kann nur gut werden. Eben. Und Dominik's absolute Motivation braucht man dazu. Seid ihr bereit? Ja. Dann fängt's los. In 3, 2, 1, fangt an zu bauen. Micha. Ich hab keinen Plan. Ein Raumschiff. Wobei, muss man eigentlich bei Raumschiff einen Plan haben? Nee, du sollst einfach bauen. Also, Hauptsache kann man helfen, einen Raum fliegen. Das krieg ich hin. Ich habe wirklich keine Ahnung gerade. Gar keine. Aber, wisst ihr, wer eine Ahnung hat? Dominik, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Aber mal gucken, ob er aufgeht. Weiß also nicht. Alles, was mit Weltraum zu tun hat. Eben, alles, was mit Weltraum. Ihr könnt eine Space Station, ein Shuttle, ein Sci-Fi, irgendwas. Alles, was damit zu tun hat. Okay. Okay. Also du hast daran gehalten, einfach die grauen Teile zu nehmen, irgendwas rauszumachen. Ja. Hier gibt es einfach sehr viele graue Teile. Das stimmt. Okay, du hast wahrscheinlich das beste Teil für das Raumschiff genommen, nämlich das hier vorne. Ja, okay. Also das sollte dann die Nase von dem ganzen Ding werden. Es wird auch ein Raumschiff. Mal gucken. Okay, ich bin auch gespannt, dass du die Räder verwendet hast. Ich hatte Angst, dass die nirgendwo zum Einsatz kommen. Ah, aber ja. Sich an als Antrieb. Ich habe nicht genau. Meins. Antrieb. Oh, das ist deine. Oh, Diebstahl. Ja. Aber hier, du hast die schwarzen Teile schon gesammelt. Naja, die grauen will ich nicht wieder nehmen, die nimmt der Marco mir wieder weg. Ja, eben, also muss jetzt eine neue Farbe ran. Okay, aber mehr als ein Zehntel der Zeit ist schon verstrichen. Meinst du, ich sollte mal anfangen, oder was? Ja, ungefähr. Aber Ross, du weißt doch, ich habe überhaupt keine Ahnung von Raumschiffen. Ja, wirklich. Aber trotzdem, da wird sich was finden. Ich hatte auch keine Ahnung, als ich Gary Geier gebaut habe. Das sieht man ja auch. Ja, eben. Aber er wurde zu unserem Maskottchen. Okay, das hat schon eine beachtliche Größe erreicht bei dir. Ja, aber sieht noch sehr rund aus. Ja, das bleibt auch rund. Aha. Okay. Ich baue nichts, das hochkommt, ich baue was, das runterkommt. Aha. Ich bin sehr gespannt. Ich baue einen Mond, einen Asteroiden oder so. Mhm. Du brauchst die grauen Steine. Ich hab doch gesagt, ich will die grauen Steine haben. Sind das die Flügel bei dir, die rankommen? Oder? Ja, mal gucken, weiß auch noch nicht so ganz, aber das wird sich zeigen, das wird sich dann ergeben. Ja, weil es hat schon eine große Größe erreicht, aber zu groß darf es auch nicht werden, weil 2,5 Minuten sind vorbei. Mhm. Ein Viertel der Zeit. Du stresst uns hier. Ja, ihr müsst ja gestresst werden. 10 Minuten. Das macht ja den Spaß aus. Ob ich an der Arbeit nicht genug Stress habe. Ja, und deswegen kommt jetzt hier ein bisschen mehr dazu. Aha. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Oder wollt ihr weniger Stress? Mehr Stress? Wollt ihr mehr Zeit für die Kandidaten haben? Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das Monthly Mock. Mehr Zeit.
Marco sagt mehr Zeit. Schreibt aber gerne, wie ihr das Mandrake-Mock-Madness machen würdet. Oder noch besser, wenn ihr selber zu Hause was macht, dann schreibt das auch mal in die Kommentare. Lasst es mich wissen, wie ihr vielleicht euren eigenen Mandrake-Mock-Madness plant. Denn wenn ihr das wollt, nochmal die Kiloware aus das hier ist, das könnt ihr auch bei uns bestellen. Mhm. Und ja, selber eure Mandrake-Mock-Madness oder andere Formate mit euren Freunden und Familie machen. Also ich habe meinen Spaß auf jeden Fall, das zu kommentieren. Ich glaube, die anderen haben ihren Spaß, das zu bauen. Und dementsprechend hoffe ich, ihr auch. Aber wir schauen erstmal zu Dominik. Der Antrieb ist schon dran. Das heißt, das hintere Teil vom Raumschiff ist fertig. Ja, es wird. Es ist noch nicht fertig. Es kommt noch was. Dein Asteroid wächst langsam auch ein bisschen in der Höhe. Ja, muss ja. Muss ja ein großes Ding sein, was auf die Erde kracht. Ja, das kann auch einfach nur durch den Weltraum trudeln. Auch gut. Vielleicht ist es auch der Mond, ich weiß noch nicht. Ein Brickbuild-Mond. Wäre das, was ihr sehen wollt? So, vielleicht ein neues Set von uns, der Mond als Brickbuild. Könnte man das machen? Habt ihr das schon mal gemacht? Lasst mich gerne wissen. Okay. Marco. Ich muss dich fragen, Micha. Ja? Was ist das? Weiß ich noch nicht. Okay. Aber also, irgendwas... Ich meine, ihr da draußen, ihr erkennt es sofort. Ich weiß es, ihr erkennt es sofort. Ihr wisst, was ich brauche. Lasst es mich sofort in die Kommentare wissen eigentlich, weil ich bin ein bisschen lost, aber... Ja, kein Problem. Also ich hole dich nachher ab und dann weiß ich auch selbst, was es wird. Alles klar, super. Ich komme also, dann gleich nochmal zu dir und stress dich nicht so sehr. Lass dir Zeit. Okay. Lass dir Zeit. Du kannst dir aber nicht so viel Zeit lassen, Micha. Warum? Weil in 10 Sekunden ist die Hälfte der Zeit vorbei. Oh, verdammt. Aber dass er so schnell tickt. Die tickt immer super schnell. Okay. Also bei dir ist es noch fast gleich geblieben. Ja, aber ich baue halt so munter reihum langsam nach oben. Ja, Marco, langsam darf es nicht sein. Es muss hier mit Zeit vorangehen. Die Hälfte der Zeit ist vorbei. Ich kann nur langsam bauen. Ist für dieses Format ein bisschen ungünstig. Ja. Das merke ich. Aber es wird langsam. Es wird langsam, merke ich. Ich muss einfach nur möglichst viele von diesen tollen Achtern verbauen. In anderen Farben jetzt. Das ist die erste weiße Farbe, die du verwendest. Ja, ich brauche was für drinnen und ich habe ja keine. Naja, stimmt. Aber drinnen kann es ja auch hohl sein. Ja. Dominik, was sagst du bis jetzt zu deinem Raumschiff? Bis jetzt zufrieden, würde ich sagen. Mhm. Denkst du, das schaffst du in der Zeit? Ja. Okay, das ist eine Confidence, eine Selbstsicherheit, die mir gefällt. Du weißt, was du tust, das ist cool und ich bin ehrlich, es sieht toll aus. Danke. Ich guck mir das lieber nicht an. Das Eben, ich finde bei Mandrake Mock Madness kann man sich nicht das von den anderen ansehen, weil dann verliert man A, zu viel Zeit und B, wird man ein bisschen verunsichert vielleicht von den anderen. Aber von Michaels bin ich nicht verunsichert, ich bin einfach... Aber ich bin gespannt, was das wird. Das passt alles nicht. Aber es könnte was Cooles ergeben, wenn du es in den nächsten 3,5 Minuten schaffst, fertig zu machen. Also diese Zeit ist ja unfassbar. Ja, das ist schlimm. Ja? Soll ich euch die Zeit nicht mehr ansagen? Und dann einfach sagen, in den letzten 10 Sekunden? Oder Dominik, kannst du besser an der Zeitstress arbeiten? Nee, entspannt ist eigentlich auch schon gut. Okay, dann lass ich erstmal das mit den Zeitansagen kurz weg. Nein, du darfst das schon sagen. Ja, jetzt kommt was zum Antrieb, aber nicht ein passendes Teil. Das geht gar nicht. Schade, gell? Aber war eine gute Idee. Okay, jetzt kommt so der obere Teil. Man macht den Asteroiden fertig, schätze ich mal. Ja. Hast du dich jetzt entschieden, ob er auf der Erde landet? Ist das das Ding, was die Dinosaurier ausgelöscht hat? Oder ist das was anderes? Ich glaube eher, es ist der Mond. Es ist der Mond. Ein ganz grober Mond. Ein ganz grober Mond, irgendwie so, ja. Vielleicht ist es irgendein, vielleicht ist es ein Saturnmond oder... Irgendein Mond, der irgendwo in der Weltraum vielleicht noch nicht mal entdeckt. Vielleicht ist es auch Pluto. Der hat ja in den letzten Jahren nicht so viel Liebe bekommen. Stimmt, ja. Und jetzt gibt es ihm die Liebe. Ja. Die er ja rechtmäßig verdient hat. Genau. Ja, das ist Markus Pluto. Wie würdest du deins nennen?
Rubik Space Shuttle, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Okay, der kreativste Name von allen. Ja, ja, ja. Ich bin konzentriert im Bauen. Das ist gut, das ist gut. Du lässt dich nicht verunsichern, Space, das mag nein, ich. Space Shuttle wäre eigentlich eine gute Idee, das müssen wir uns mal merken. Mhm. Wenn du das gleich fertig entworfen hast, dann... Ja, dann können wir es eigentlich direkt von online. Sparen wir da ja Entwicklungszeit auch, ne? Ja, in 10 Minuten kann man sehr viel schnell entwickeln. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ihr habt noch unter 2 Minuten Zeit. Scheiße. Unter 1 Minute 40. Fuck, fuck, fuck. Ich will jetzt einmal was fertig machen hier. Okay, du bist ein bisschen weitergekommen? Ja, denkst du? Ein bisschen? Also, ein bisschen schon auf jeden Fall. Ja, ja. Du hast nicht nur meine Unterstützung, nicht nur die vom Zuschauer, sondern auch die von Gary Geyer. Das ist auch ganz wichtig, denn dem muss man hinterher sagen, was ich hier eigentlich gebaut habe. Ja, das könnte Gary Geyers Nest sein. Aber Gary Geyer ist kein Weltraumgeier. Vielleicht schon, wer weiß. Dann sollte er sich doch eine andere Behausung suchen, weil das ist jetzt keine Traumbehausung. Ach, der setzt ja auf alles drauf. Das nimmt er. Das ist ein Vogel. Ein komischer Vogel, ein sehr komischer Vogel. Aber Marco, der Mond oder Pluto ist fast fertig. Denkst du, schaffst du noch in 45 Sekunden? Nein. Okay, weil so viel Zeit hast du noch übrig. Scheiße. Okay, wie sieht's aus bei dir? Denkst du, wirst du fertig? Nicht ganz leider, aber ich versuche nur das Beste rauszuholen. Sehr gut. Und Micha? Alles im Griff, also es läuft wie am Schnürchen. Ach, so muss das, ja. So muss das. Also Blaine, ich bin sowas von begeistert. Du siehst sehr begeistert aus, ja. Und dein Ding ist, also wenn wirklich. Wenn du sowas einlädst, dann ist was los. Ich lade dich immer wieder gerne ein. Okay, ich bin gespannt, was ihr sagt, denn, naja, was soll ich sagen? Ihr habt noch 10 Sekunden. 9. 7. 5. 4. 3, 2, 1, aufhören mit dem Bauen. Hände hoch. Ich hab nichts gemacht. Okay. Oh, was hast denn du da gebaut? Das gibt's doch gar nicht. Das warum, Micha. Warum muss ich denn... Was? Ja, bitte. Möchtest du uns was zu Dominiks Baukünsten sagen? Ja, ich gehe. Nein, du musst nicht gehen. Ach komm. Okay. Okay, okay. Willst du anfangen trotzdem? Ja, Erklär uns. Möchtest du mich das gebaut haben? Gerne. Marco, siehst du es, gell? Du kannst es erkennen, oder? Ja, das ist ein Borg-Cube für Arme. Das ist ein Borg-Cube, den die Borg bei Ikea gekauft haben. Und die Anleitung war in Aramäisch. Genau. Das war der Plan. Auf Wunsch bestellt. Das ist schön. Michas Borg-Cube. Das finde ich richtig gut. Michas Borg-Cube. Ja. Was auch immer das ist. Ich habe das nur gelesen, dass es sowas gibt bei uns. Von Star Trek. Ich bin ganz bei dir. Ach, Star Trek war das? Ja, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Sind wir richtig? Star Trek? Star Trek. Genau, also Michas Ballcube mit, schauen wir uns das mal in der Detailkamera an. Verschiedene kleine extra Punkte an der Seite. Könnten Knöpfe sein. Ach, alle möglichen. Ach, alles? Im Laufe der Jahre wird er ja dran gebaut, was zu finden ist. Eben, Michas Ballcube, ein Highlight der Raumfahrt. Der kubistischen Raumfahrt. Eben. Vor allem, der Cube ist ja nicht immer ein Cube. Oder? Achso, das ist ein Rechteck. IKEA. Wir geben das einfach mal an die NASA und sehen, was sie dazu sagt. So. Peinlich. Es ist auch noch krass, dass ich das einfach so irgendwie hochheben kann. Ich habe es versucht, stabil zu bauen. Also es ist zwei Platten stark und damit auch von unten abgesichert. Es ist unglaublich stabil. Also ich bin beeindruckt, wie stabil nur das bei den Triebwerken hinten musst du aufpassen, dass du dann eine Noppe bist. Die sind nur mit einer Noppe, aber es in 10 Minuten... Krass, also das ist sehr klar ein Raumschiff. Mhm. Denkst du, in welcher Form könnte man dieses Raumschiff verwenden? Ja, man kann damit eigentlich vom Boden starten, würde ich sagen, und dann bis zum Mars und weiter. Also vieles... Also es ist eigentlich ein Allround-Raumschiff. Ein Allround-Raumschiff, okay. Super. Dominiks Allround-Raumschiff, Michaels Ballcube. Und was haben wir hier? Auch cool, Mario. Ich habe Asteroid... Ding, er ist halt nicht ganz fertig geworden. Also er hat eine hässliche Seite und eine noch hässlichere Seite. Aber so, hier ist er zumindest bis, also wenn man von hier aus guckt, ist er... Also schauen wir, zeigen wir es der Detailkamera so und nicht so, sondern nur so. willst du uns was schnell zum Bauprozess erklären, wie du darauf kamst, einen Asteroiden zu machen? Ich mag raue Teile und ich habe viele graue Teile gesehen und dachte mir, schönes Raumschiff kriege ich hier nicht hin, da fehlen mir Kurven und so. Baue ich irgendwas, das grob aussehen kann, weil es halt Stein ist, weil es halt ein Brocken ist.
und habe halt versucht, das nicht zu regelmäßig zu bauen. Also ganz unten habe ich regelmäßig angefangen, aber ich wollte diese Regelmäßigkeit immer durchbrechen, damit es halt wild aussieht. Ja, hast du auch ganz gut hinbekommen. Also wir haben Markus Mond oder Pluto. Bugelkugel. Das auch. Also vieles. Aber raumfahrttechnisch auch Michas Ballcube. Jetzt nicht alles lästern. Nee, ich find's gut. Ich find's da gut. Da kann man sich bestimmt auch eine Cola draus ziehen. Ach, bestimmt. Ah, da kann man alles machen. Michas Ballcube ist allseitig verwendbar. Und wenn ich sehe, dass ihr mir das wegholt und versucht, das hier zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, nee, das bleibt meins und es wird nicht vervielfältigt. Okay? Ich gehe es weiter. Gut. Alles klar. Dann seid ihr jetzt dran. Was sagt ihr? Hat es Markus Mond geschafft? Ist es Dominiks Space Shuttle oder Raumschiff? Oder Michas Ballcube, was der Gewinner ist? Lasst es uns gerne in die Kommentare wissen. Wir sind alle sehr gespannt drauf. Genau. So, wollt ihr den Abschluss machen? Ciao. Das kannst du besser. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's noch mehr. Und bis bald. Achso, und viel Spaß beim Bauen. Bis bald. Das lernt er noch. Alles klar. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao. Darf ich es noch fertig bauen? Wenn du unbedingt möchtest, gerne. Mehr graue Teile. Und ich kann eins sagen, ich hatte noch nie so die Hose voll beim Bauen. Das war ja richtig stressig, ey. Boah. Ja. Aber das ist der Spaß dran. Ja, du bist die ganze Zeit beobachtet worden. Ja. Das ist nicht fair. Von Gary Geyer. Aber. Du legst mal darüber, das Vieh. Oder umdrehen einfach, damit er nicht auf uns guckt.